Hallo zusammen! Heute machen wir leckeres Hähnchen-Dum-Biryani. Es ist nicht ganz einfach, aber sehr lecker. Lasst uns anfangen. Wir brauchen Hähnchen, Zwiebeln, Tomaten, Salz, Ingwer, Knoblauch, frischen Chili, Koriander, Pfeffer, selbstgemachtes Biryani-Masala, Kurkuma, frischen Koriander, frische Minze und Curryblätter, Sonnenblumenöl. Nun müsst ihr das Ganze erstmal sehr gut mischen, damit das Fleisch das Aroma gut aufnehmen kann. Gebt nun noch Zitronensaft und Joghurt dazu, das macht das Fleisch schön zart. Und wieder mischen. Das Ganze muss nun mindestens eine Stunde marinieren. Im nächsten Schritt bereiten wir den Reis zu. Dafür brauchen wir zuerst Zwiebeln und Cashewkerne. Frittiert diese in Ghee, bis sie richtig golden sind. Jetzt kochen wir den Reis. Wir brauchen Basmati-Reis, Salz, Kardamom, Nelken, Zimt, Limettensaft. Wenn das Wasser richtig kocht, gebt ihr den Reis dazu. Gut umrühren, sonst klebt euch der Reis später zusammen. Wir garen den Reis nur 75%. Die restliche Zeit wird er mit dem Fleisch gekocht. Wir nehmen uns nun das marinierte Fleisch und testen das Masala, ob es gut vermischt ist. Presst dazu etwas auf einen Löffel und probiert es. Wir geben nun den Reis über das Fleisch. Zuerst die eine Hälfte. Gebt darüber die frittierten Cashews und Zwiebeln mit frischem Koriander und frischer Minze. Nun machen wir das gleiche nochmal mit dem Rest des Reises. Gießt zum Schluss noch das Ghee, das ihr zum Frittieren benutzt habt, darüber. Wir dichten nun den Topf mit Weizenmehlteig ab. Ihr werdet später am Dampf, der entweicht, erkennen, ob das Biryani auch fertig ist. Als Deckel benutzen wir einen schweren Topf, denn darauf kommt noch ein Topf mit heißem Wasser, damit von oben und unten die gleiche Hitze kommt. Normalerweise benutzt man hierfür Kohle, aber wir haben leider nicht die Möglichkeit dafür. Lasst das Ganze zu Beginn mit hoher Hitze, danach auf niedriger Stufe ca. 1,5 Stunden kochen. Wenn das Biryani fertig ist, öffnen wir den Deckel und entfernen als erstes den Teig. Gebt nun den Reis in eine separate Schüssel und nehmt so viel weg, bis ihr zum Fleisch kommt. Das Besondere an diesem Biryani ist, wir kochen das Fleisch nicht vor. Das ist der traditionelle Weg. Mischt den Reis in der Schüssel gut durch, damit sich das Masala überall gut verteilen kann. Mmm, das Fleisch ist so zart. Hier zeigen wir euch noch, wie man Biryani für eine Person serviert. Gebt das Fleisch auf einen Teller. Mmm, sieht schon so köstlich aus. Und noch ein gekochtes Ei. Und den Reis obendrauf. Wir bringen es in eine schöne Form, aber das ist nicht so einfach. Mit etwas Übung klappt es aber. Hier zeigen wir euch noch, wie man für mehrere Personen serviert. Zuerst den Reis, danach das leckere Hähnchen mit Masala. Dekoriert das Ganze noch mit frischem Koriander und frischer Minze. Lasst es euch schmecken. Guten Appetit!